Im Steinhaus Bautzen fand gestern die offizielle Übergabe der Fördermittelbescheide für die Orte der Demokratie statt. Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Katja Mayer beglückwünschte die Gewinner des Projektzeitraumes 2022 bis 2024, die nun mit je einer Förderung von bis zu 100.000 Euro haushalten können. Mit dabei waren die Brigitte Reimann Stadtbibliothek Hoyerswerda, die Vereine Lebensträume Ebersbach Neugersdorf, Weltbewusst aus Königstein, die Kulturfabrik Mela aus Mittelherbigsdorf, Lübau lebt sowie die Gemeinde Krauschwitz. Was das Projekt bewirken soll, beschreibt die Demokratieministerin Katja Mayer der Lausitzwelle vor Ort wie folgt. Wir wollten in ganz Sachsen Orte der Demokratie schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, diskutieren können, in den Dialog kommen können, auch mal streiten können. Weil das, was wir wissen, ist, dass gerade in den ländlicheren Regionen, in den Mittelstädten oft es die physischen Orte auch gar nicht mehr gibt, wo Menschen zusammenkommen können. Und wir wollten dem gerne entgegenwirken und haben sozusagen unser Förderprogramm ausgelobt, wo sich Initiativen, Vereine, Verbände, aber auch Kommunen bewerben können. Und wir haben jetzt 13 Orte, wurden von der Jury ausgewählt. Und das Ziel ist jetzt, dass die jetzt erstmal loslegen natürlich und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Orte entwickeln. Teilweise gibt es die Orte auch noch gar nicht, teilweise sind es Etablierte vor Ort, die nochmal ihr Portfolio erweitern wollen, die nochmal rausgehen wollen, nicht nur, dass die Leute zu ihnen kommen, sondern dass sie auch in die Region, in die Stadt, in die Kommune hineinwirken und gemeinsam die Themen, die vor Ort relevant sind, miteinander diskutieren können. Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung in Bautzen sehen Sie im Lausitzwelle Fernsehen in den kommenden Tagen.